Süßlinge. Welcome back to my channel. ASMR Emotions Ina. Hallo meine Süßen. Fühlt euch gedrückt von mir. Viel Spaß mit meinem Video. Hallo. Hey, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und vielen, vielen lieben Dank. Wir haben die 500 Abonnentenanzahl geknackt. Ich danke jeden Einzelnen. Das war so mein Ziel, 500. Und jetzt ist mein Ziel natürlich, das irgendwann mal zu verdoppeln und bei 1000 Abonnenten zu sein. Aber alles nach und nach. Erstmal bin ich super glücklich für die 500. Hätte ich nie gedacht, dass ich für meine Verhältnisse so viele Abonnenten erreiche, weil ich bin ja nicht die Zielgruppe unbedingt. Und ja, dafür bedanke ich mich ganz doll. Ich freue mich sehr. Ich habe gedacht, wir machen heute mal weiter mit den Pinkbox Adventskalender. Selbst gekauft, unbezahlte Werbung. Und wir machen es uns einfach bequem und eine schöne Zeit. Wir müssten mit der 11 weitermachen, glaube ich. Schauen wir mal. Hier ist die 11. Gucken wir mal, was drin ist. Achso, das sind die Dentabs. Benutze ich schon über 10 Jahre, mindestens 15 Jahre. Das sind Zahnputztabletten. Die benutze ich tatsächlich schon viele, 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 viele Jahre. Okay, also kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht, ich glaube, hier sind 10 Stück drin. Ja, okay. Das war die 11. Kann ich tatsächlich auch benutzen, weil ich die wirklich schon seit, also mindestens, also ich glaube bald 15 Jahre, wenn nicht noch länger. Ja, so, jetzt machen wir die 12 auf. Die 12. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was drin ist. Okay.
von Avant. Das ist ein Primer. Pro Perfection Collagen Primer. Das ist ja diese ganz doll überteuerte Kosmetikmarke. Aber ich benutze zurzeit da auch ein Serum, auch an so einer Tube. Ich glaube Pink Orchidee oder so. Und das ist wirklich gut. Das ist für die Nacht, glaube ich, was ich schon habe. Aber die werden teilweise angeboten, so eine Tube über 100 Euro. Das ist Wahnsinn. Aber okay, habe ich Verwendung für. Das ist ein Primer. Kollagen. Ist noch zu. Haben wir aber auch eine Verwendung. Das war die 12. Wo ist die 13? Wo ist die 13? Ach hier, da ist sie. Ich habe ja auch noch den. Ah, ich krieg's nicht raus. Jetzt hätte ich gerne mal Fingernägel. Ich habe ja auch noch den Germany Next Topmodel Kalender. Der ist genauso aufgebaut wie der Pinkbox. Aber da muss ich sagen, war ich bisher enttäuscht. Der war nicht so der Bringer. So, das ist die 13. Das Festsicht, da ist, also vom Gewicht her muss da schon was Großes drin sein. Das ist eine feste Seife, glaube ich. Feste Balance-Duschpflege. Okay. Die riecht ganz angenehm. So ein bisschen Zitrus. Eukalyptus vielleicht auch. So, hier steht drauf Bio Aloe Vera und Mandelöl. Okay, haben wir aber auch Verwendung für. Ist okay. Das war die 13. Und dann machen wir mal die 14 auf. Wo ist die 14? Nein, ah hier. Die 14. Die 14. Schauen wir mal.
Oh, das ist ein kleiner Prübchen von Lacan. Ist ein Was ist das für eine Creme? Kann ich gar nicht so richtig entziffern. Was das für eine Creme ist. Konzentrat. Muss ich echt nach googeln. Ist irgendein Cremchen. Ich kann es nicht lesen, bin ich ganz ehrlich. Ist irgendeine Creme. Ja, so ein kleines Pröbchen. Ja, das finde ich immer so, ja, so ein Pröbchen in so einem hochwertigen Adventskalender. Naja, ich meine, ich habe ihn ja nicht extra bezahlt, ich habe ihn ja für meine Brigitte Box Abo dazu bekommen. Für ein Jahr. So, dann haben wir die 15. Wo haben wir die 15? 15, hallo, wo bist du? Hier. Ah, das ist wieder sehr, sehr groß. Sehr groß, aber sehr, sehr leicht. Sehr groß, sehr leicht. Schauen wir mal. Ah, okay, das ist eine Gesichtsmaske. Milch-Honigtuchmaske von Schäbens. Ja, ist okay. Mit Honig, Milch, Macadamia, Nussöl. Für alle Hauttypen. Ist okay. Dann machen wir noch die die 16 auf. Wo haben wir die 16? Wo haben wir die 16? Hier ist die 17. Hier. Hier haben wir die 16. Hier haben wir die 16. Ist auch wieder sehr, sehr leicht. Schauen wir mal, was drin ist. Ah, okay. Das sind Melatonin Gummibärchen. Mit Blaubeergeschmack und zuckerfrei und glutenfrei. Das sind also Melatonin, das fördert das Einschlafen. Das ist ja das Schlafhormon. Ja, ist okay. Ist natürlich auch eher so eine grobe Packung, ne, wo vielleicht 4-5 Stück drinne sind. Ja,
Ist okay. Kann man verwenden, ist in Ordnung. Okay, komm, wir machen auch noch die 17 auf. Für morgen. Die ist hier. Die 17. Na, hier wird auch wieder so eine Tube drin sein. Und das ist ein... Blush Drops. Okay. Also, ist so ein Rouge quasi. Gucken wir uns mal an, ob das wirklich so rosa ist. Oder pinky. Ui. Da kam jetzt aber ganz schön viel raus. Hilfe. Das ist okay. Sehe ich jetzt nicht so, aber ich habe jetzt hier natürlich auch nicht so eine gute Beleuchtung. Okay. Die Marke kenne ich nicht, glaube ich. Matt Masky oder Mood Masky oder Kai. Ja. Blush Drops. Okay. Habe ich hier, glaube ich, ein bisschen rumgesaut. Nee, ist alles gut. Okay. Ist okay. So, meine Süße. Das war ein kleines Update zu den Adventskalendern. Von der Pink Box. Dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes drittes Adventswochenende. Bleibt schön gesund oder werdet gesund, wenn ihr gerade ein bisschen krank seid. Macht euch ein schön schnuckliges und gemütliches Wochenende. Und versucht euch die vorweihnachtliche Zeit so angenehm und stressfrei und gemütlich wie möglich zu machen. Ne? Passt da schön auf euch auf, dass ihr auch ein bisschen Freude an dieser Zeit habt und nicht nur irgendwie rumhetzt und alles so schnell, schnell und im Stress macht. Ne? Soll ja eine ruhige und besinnliche Zeit sein. Fühlt euch gedrückt von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Ina. Ciao, ciao.